Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich wieder aus dem Urlaub im Prinzip da. Und ja, das erste Video, wo ich halt wieder da bin. Und ich wollte einfach mal ein bisschen Timolia 1 vs 1 machen. Ich bin jetzt gerade in einer etwas leeren Lobby. Mal gucken, ob wir es schaffen. Machen wir jetzt einfach mal Kit egal. Dann finden wir schnell was. Und ja, jetzt haben wir hier so ein Kit. Ja, ist ganz okay, finde ich. Ich mach das mal eben so. Also, so, okay. Ja, und da greift der Typ auch schon an. Ich bin ein bisschen eingespielt, aber ich habe ja 5 Tage nicht gezockt. Deswegen kann es sein, dass ich nicht immer perfekt bin. Das war jetzt gerade dumm. Ich wollte mich jetzt heilen, aber dann doch nicht. Oh, das war eine Kombo, die er mir da reingedrückt hat. Oh, da habe ich ihn nice angezündet. Mal gucken, der gibt mir aber auch gut Kombos. What the fuck? What the fuck? Das Feuer zieht gar nicht so. Was? Ich sag da nicht zu. Das sag ich selber mal nicht zu. Ob das legit war, weiß ich nicht, aber ich sag jetzt mal nicht zu. Ich werde niemandem was unterstellen. Aber es sah echt krass aus. Naja, egal. Ja, ich bin jetzt wieder auf dem Urlaub. Jetzt kommen wieder wie gewohnt Videos. Täglich wahrscheinlich nicht immer, aber sehr, sehr oft halt. Also regelmäßig, sagen wir es mal so, kommen Videos. Nicht immer täglich. Und wenn auch mal 2-3 Tage nichts kommt, einfach nicht wundern. Und da, den habe ich geholt. Ja, dann einfach nicht wundern, aber es kommen regelmäßig Videos, also keine Angst. Herderüstung, what the fuck, okay. Hier Sprungkraft, nice. Vergiftung, Unsichtbarkeit, what the fuck. Alles klar. Unsichtbarkeit ist ja auch so mega nötig, ne? Vor allem, man sieht auch gar nicht die Rüstung, ne? Man sieht auch gar nicht die Rüstung, ne? Okay. Aber trotzdem lustiges Kit. Und ja, also das wollte ich erstmal so als Thema sagen, dass ich wieder da bin, dass wieder regelmäßig Videos kommen. Ja, dann wollte ich noch sagen, dass, oder zumindest fragen, ich weiß nicht, vielleicht werde ich es auch einfach machen, wenn ich nicht so eine große Resonanz dazu bekomme, ob ich mal die, als Mini-Let's Play, die Star Wars Battlefront Beta, ob ich die mal anspielen soll, also das sind da so 3 Parts, dann werde ich so im Titel schreiben, in Klammern 1 von 3 und so weiter, und 2 von 3, 3 von 3, also es wird halt so Mini-Let's Play aus 3 Parts dann werden. Ob ich dann mal die Star Wars Battlefront Beta anzocken soll, also Battlefront 3 ist das, ob ich die einfach mal anzocken soll, ich habe sie mir runtergeladen und ja, finde die ganz nice, man kann aber noch nicht so viel machen, oh scheiße, da bin ich jetzt gestorben, man hat natürlich nur die Auswahl zwischen einer Mission, die man entweder im Koop oder allein machen kann, die kann ich dann als ein Part machen und dann hat man noch die Auswahl zwischen einmal Multiplayer und dort gibt es halt in dem Multiplayer. Also es ist halt dann so wie zum Beispiel bei COD halt Matching oder so. Also, und ja, da gibt es dann halt auch 2 Arenen, also 2 Maps zur Auswahl. Das heißt, ich könnte in jedem Part sozusagen eine Sache vorstellen. Es gibt halt nur 3 verschiedene Sachen sozusagen. Ja, Koop muss ich jetzt nicht unbedingt vorstellen. Ist logisch, was das Ganze ist. Man sucht halt online einen zufälligen Partner und macht dann die Mission gemeinsam. Ja, sonst kann man noch nichts machen. Es gibt aber sehr, sehr viel in der Vollversion später. Wo ist der Typ eigentlich? Nur man kann momentan halt nicht so viel machen. Und ja, also lass dich da trotzdem mal überraschen. Da kann ich dann halt einfach 3 Parts machen. Kann in jedem Part eine Sache zeigen. The fuck, ist der behindert? Oh ne. Slash kill. Kann man jetzt slash kill machen? Ne, kann ich nicht. Konnte man früher, aber kann man jetzt nicht mehr. Was hat der für ADR? Leute, beste Möglichkeit, um zu sterben, ist eh hochbauen. Ich habe jetzt keinen Bock, die kleine Lobby zu verlassen, weil ich finde die ganz nice. So. Und tschüss. Okay. Wenn man schon nicht so machen kann, dann mache ich es einfach so. Und ja, es geht weiter. Also wie gesagt, halt einfach so einen kurzen Part. Ich mache die Folgen werden dann auch nicht so extrem lang. Ich werde halt den
ein Part die Mission da machen, im Singleplayer oder im Koop überlege ich mir noch. Und in den anderen zwei Parts werde ich dann jeweils die neuen Maps zocken. Ja, weil die Matches gehen ja auch schon mal so 10 Minuten oder so. Und wenn ein Match mal zu kurz ist, werde ich halt ein zweites dranhängen von der gleichen Map. Und ja, weil so viel gibt es jetzt halt noch nicht in der Beta. Man soll erstmal testen, wie das Spiel so ist. Und wenn es dann rauskommt, soll man sich es vielleicht dann holen. Okay, ich stelle mich gerade mega dumm an. Ah, GG. Jetzt werde ich sterben wahrscheinlich. So. Zack. Okay, also er spielt auch gut, aber er trifft mich nicht. Ja, okay, das war ein klarer Sieg für mich. Ja, er hat halt gut mit Lava und so gespielt, aber mit solchen Sachen mit hinten und so nicht. Ja, also schreibt es gerne rein, falls ich keine Resonanz kriegen werde, dann werde ich es vielleicht einfach machen, weil mir macht es halt Bock, das, okay, einfach mal ein bisschen vorzustellen. Und ja, also mal gucken. Ich muss auch gucken, wie ich das Ganze dann aufnehmen kann. Wahrscheinlich müsste es mit OBS klappen, aber ich muss erstmal gucken wegen Settings und so, weil das ist ja ein komplett neues Spiel mit einer komplett höheren Grafikanforderung. Also wenn ich spiele, dann lag's nicht, aber ich weiß nicht, wie es beim Aufnehmen halt ist, ne? Und ob ich da die Bitrate runterstellen soll. Okay, das war so PvP, habe ich gar nicht bemerkt. Aber trotzdem habe ich ihn einfach geholt. Und ja. Okay, dann gucken wir mal, ist das selbst explodierend? Ja, Instant TNT, okay. Ja, bei mir geht jetzt wieder Timolia. Eine Zeit lang ging das bei mir nicht. Da war das halt so, dass ich für eine Minute auf den Server konnte und dann ein Mega-Lag war und ich dann einen Disconnect bekommen habe. Und das war halt immer so, das heißt, ich konnte gar nicht auf dem Server spielen. Bei jedem Join war das halt so. Und da haben wir ihn auch geholt. Und ja, also das war schon echt, ja, wie soll man sagen, blöd. Und jetzt kann ich endlich wieder auf dem Server. Es funktioniert alles reibungslos. Ja, ich habe auch kaum Lags, also vom Internet her jetzt. Von den Frames eigentlich auch kaum. Manchmal, aber nicht immer. Also manchmal, aber nicht so oft. Was geht denn ab mit dem? Was war das denn für ein Typ? Naja, egal. Machen wir noch ein paar Runden. Den lang nehme ich eigentlich schon auch so 7 Minuten. Okay, der Part soll jetzt auch nicht so lang werden. Soll jetzt einfach mal so ein paar Fragen. Erstmal, ob ich die Battlefront 3 Beta dann halt spielen soll. Und ja, wenn ich keine Resonanz kriege, mache ich es vielleicht einfach. Ja, weil die Beta geht halt noch so eine Woche ungefähr. Und ja, da habe ich halt dann noch gut Zeit, die Parts aufzunehmen. Ja, dann nehme ich einfach 3 am Stück auf, denke ich, und lade sie dann halt regelmäßig nacheinander hoch. Also es ist halt nur so Mini-Let's Play. Ja, keine Ahnung, Minecraft wird dann natürlich in der Zeit, wo die Beta kommt, natürlich auch kommen. Also dann kann ich es so machen. Ich sag mal zum Beispiel jetzt montags Battlefront, dienstags Minecraft, Mittwoch Battlefront, Donnerstag Minecraft und Freitag dann wieder Battlefront. Und dann geht's halt wieder ganz normal weiter. So kann ich das dann zum Beispiel machen. Ja. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das auch cool findet. Ah, okay, der hat mich noch geholt. Ja, da habe ich mich jetzt auch ein bisschen drum angestellt. Ja, wir können uns ja nochmal auf ein paar Runden konzentrieren, so 3 Stück ungefähr. Kann ich hier noch machen. Und ja, dann wäre es das auch eigentlich erstmal für heute, nach diesen Runden. Ja, weil so viel habe ich jetzt auch nicht mehr zu sagen. Ja, und Timolia 1-1 kann ich dann halt auch einfach mal so, denke ich, bringen, wenn ich so zum Labern, weil jetzt habe ich ja für ein paar Monate erstmal keinen Flash. Und ja, dann ist, denke ich mal, als PvP-Alternative, damit ich nicht immer nur Jump'n'Runs bringe als Themen-Commentary sozusagen, ist, denke ich mal, 1-1 eine gute PvP-Alternative. Und komm, der ist nicht so gut. Ich kann ja nochmal einen Goldapfel snacken. Einfach damit ich die extra Herzen hab. Ja, der ist nicht so gut. Der trifft mich nicht so gut. Ja. Ja, okay. Ja. War anscheinend ein Anfänger, aber soll es ja auch geben. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, dann mache ich noch 2 Runden, würde ich sagen. Ja, mal schauen, wie wir die so abschneiden werden. Ist das der gleiche Typ? Oh, ne. Ich weiß nicht, vielleicht ist er jetzt ja sogar besser. Und hat ja gerade einfach nur, kann auch geleckt oder. Weiß nicht. Also mit dem Bogen ist er gar nicht mehr so schlecht. Nur vom Hitten ist er anscheinend nicht so gut.
Ja. Aber er trifft mich auch gut, aber ja. Das waren sie für mich aber ganz schön knapp eigentlich. Mit einer 1. Oh, der ist aber nett. Okay. Ja, hier goldene Karotten, die sind wichtig, damit die Sättigung nicht so hoch ist. Weil es ist anscheinend ein Kind mit Hunger. Ja, ein Goldapfel, zwei normale Heiltränke. Okay. Passt ja alles. Das ist anscheinend so ein Bow-Kit. Zumindest benutzt er es als Bow-Kit. Ach komm. Ja, das war eine gute Kombo, die ich ihm da reingedrückt habe. Aber er bowspammt da noch ganz schön. Ja, ich mach's jetzt einfach mal so. Ja, okay, er trifft mich kaum. Ja, ich bin halt irgendwie gut im Hitten. Das kann nicht nur wegen meinem Ping sein, Leute, weil es gibt bestimmt viele Leute, die auch einen guten Ping haben. Ich habe einfach so das Gefühl, wann ich Block hitten muss und wann ich normal schlagen muss. Und das finde ich schon extrem nice. Mit dem Bow bin ich jetzt auch ein bisschen besser geworden, aber hitten, da bin ich echt schon recht gut, muss ich sagen, ohne mich jetzt irgendwie selbst überschätzen zu wollen. Manche sind natürlich noch besser, wie zum Beispiel dieser Typ hier, der gibt mir gute Kombos. Da habe ich, glaube ich, keine Chance, oder? Ich weiß es nicht. Der hat sich selber angezündet. Okay. Ja, mit Schnelligkeit bin ich auch nicht gut, muss ich zugeben. Also mit Schnelligkeit kann ich gar nicht umgehen. Da müsste ich wahrscheinlich noch mein Sichtfeld, mein FOV umstellen. Weil mit Schnelligkeit bin ich dann echt nicht gut. Oh Scheiße, jetzt habe ich den. Ich dachte, das wäre ein normaler Trank. Okay. Ja, das haben wir verloren, garantiert. Ja. Ja, ich hätte mich doch so heilen können, hätten wir es vielleicht noch reißen können. Aber naja. Ich mache jetzt noch eine Runde, Leute, weil irgendwie ich habe gerade Bock darauf. Aber dann wäre es das jetzt auch. Also die letzte Runde. Snack dir jetzt einfach, weil ich Bock drauf habe. Und dann schauen wir mal. Das war wieder der gleiche. Deswegen könnte es sein, dass ich wieder verkacke. Ich brenne aber länger als er. Nee, der ist ja auch früher angefangen. Ach, keine Ahnung. Naja, ich habe mich gut angestellt, aber als er sich dann geheilt hat und mich angezündet hat, war es nicht so nice. Naja, egal. Also der Typ da war echt ein bisschen zu krass für mich, aber sonst war es tatsächlich ganz gute Runden. Ich habe viele Leute eigentlich besiegen können und ja, waren eigentlich ganz coole Runden. Hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich bin jetzt wieder da. Es kommen wieder regelmäßig Videos. Nicht täglich, aber regelmäßig. Und ja, Battlefront von 3 Beta kommt dann höchstwahrscheinlich auch. Ja. Muss ich mir nochmal überlegen. Auf jeden Fall haut rein und ciao.